Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen endlich Banjo-Tooie. Wir hatten schon mal Banjo-Kazooie Let's Played auf meinem Kanal hier, aber jetzt kommt endlich Banjo-Tooie und ich habe so Bock auf dieses Game. Banjo-Tooie und wir spielen das Ganze auf der Xbox und warum wir das dort spielen, kommt auf jeden Fall noch alles. Ich würde sagen, wir schnacken einfach nicht lange und starten direkt, weil das alles kann ich erst später erklären. So, und diesmal habe ich auch nicht das Problem wie in Banjo-Kazooie. Diesmal gehen wir auch auf Texte und sowas ein. Banjo-Tooie spielt tatsächlich mehrere Jahre nach Banjo-Kazooie. Genau 2 Jahre sind nun vergangen, seit Banjo-Kazooie die böse Clotilda zu Fall gebracht hat. Wir haben eine richtig coole Cutscene. Nach dem Sturz aus ihrem Turm begrub man sie tief unter der Erde, wo sie bis zu eben diesem Tage blieb. Das ist Klungo, den kennt man aus der einen oder anderen Cutscene aus Banjo-Kazooie. Nicht gut, Herrin, kann Stein nicht heben. Alles nur wegen Bärenvogel. Ja, das ist ein bisschen schwer, den zu lesen, sein Text. Und was machen die Helden im Spiel? Poker spielen und Leute abzocken. Mumu gut spielen, hat viel Bares von Bär. Er hat recht, Kazooie. Da geht dein Vogelfutter. Sei da nicht so sicher, Banjo. Ey, schaut mal raus, die Hexe, Grunty kommt. Easy, das Geld ge. Jungt. Wo kannst du? Ich sehe sie nirgendwo. Oh, ist ein schlechtes Omen. Oh, falscher Alarm, Bots, jetzt war doch nur eine Einbildung. Komm, Knochenfratze, spielen wir. Ich habe heute Glück. Oh, man sieht Spiral Mountain, hat sich hier und da verändert und so, aber noch sehr viel gleich. Felswand. Und da kommt was heraus. Ein Bohrer. Und was für ein Bohrer. Da bebt doch alles. Hört auf, mit dem Tisch zu wackeln. Mumu, nicht mit Tisch wackeln. Ganzes Haus wackeln. Ich sollte mal jemand draußen nachschauen. Da kommt der Riesenbohrer. Und wer kommt da raus? Eine Hexe. Sieht Grunty zu verehnen ähnlich aus, aber etwas dünner. Beeil dich, Bobelda. Unser Schwesterchen wartet. Ja, 2 neue Hexen. Eine dünne und eine... Ja. Etwas fliegerere. Eilen, wir sollten Grunty sonst böse wird. Jetzt könnte man denken, das sind die neuen Antagonisten. Nee, nicht so ganz. Hat aufgehört, was das wohl war. Dunkel und ich habe Angst. Kazooie. Mumu, viel mutig, ich gehe hinschauen. Gleich zurück sein. So ein Trottel, was? Komm, Banjo, hilf mir mal. Junge, was ein... Mumbo, Agent 007, Zellenherrin, ich habe versagt. Ich sehe Mumbo nicht gar nicht, wo ist er denn? Feld, sehr großes, kräftige Verbindung, wir müssen. Ihr Zauber wird Felsen gleich richtig vernichten. Ja, dann zeig mal her. Ui. Aber 2 Jahre lag sie da jetzt. Wie gang in der Fels, so kommen du raus. Ja, die hat ein paar Jahre unter dem Bücke. Ist einfach noch so ein Knochenskelett. Aber lebt. Nein, 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 was ist geschehen? So habe ich doch nicht ausgesehen. Hübsch Grunty aussieht. Abgenommen, du hast. Ich will meinen Körper, ich hasse Knochen. Oh Gott, hat sogar ein Auge verloren? Ja, ein Plan wir haben. Also zurück zum Schloss. Also Mills, macht mich heil. Dann versohlen wir Banjos Hinterteil. Oh, die Reime. Das nicht gut sein, ich das Banjo sagen. Oh nein, er ist aufgeflogen. Wie konnte er nur in diesem guten Versteck gefunden werden? Chill, man uns gesehen. Ihn, wir müssen wegbritzeln. Überlasst ihn mir. Er ist kein Problem. Erst mache ich ihn platt, dann zum Schloss. Wir gehen. Oh, wir ihn jagt. Lauf, Mumbo, lauf! Schätze, mein Vogelfutter ist mir sicher, oder Banjo? Aber du hast gemogelt, Kazooie, das ist nicht... Oh no. Alle raus hier! Mein ist die Rache, ich treffe ihn jetzt prompt. Mal sehen, wie dem Pelztier das gelingt. Ja, ja, Schädelbube, und ich wette, sie hatte 2 Köpfe. Nee, aber ihr habt auch Zauberspruch kommen. Er hat recht, schnell raus hier alle! Darauf fahre ich nicht nochmal rein. Nein, Bottles! Rest in peace. Beeil du dich, wir gehen. Warte, Schwestern, ganz auf die Schnelle bekam der Bär eine riesen Schelle. Oh, jetzt schickt sie noch ihre Truppen los. Neue Gegner. Und sie verduften. Wartet auf mich, Herrin, Grunty. Nein, Klung, oh nein. Du bleibst hier. Doch komme ich bald zurück zu dir. Stimmt nicht. Hey, ist wieder Tag und... Ja, Spiral Mountain ist hart am Arsch. Und das ganze Haus auch.
Mummes Kopf tut weh. Seht unser Haus. Nein, es war noch gar nicht abbezahlt. Aber zum Glück sind alle noch heil rausgekommen. Leute, ihr habt einen vergessen. Wo ist die Brillenschlange? Er hat überlebt? Junge, was ein Macher. Er denkt sich einfach, oh Scheiße, bin ja ein bisschen angekohlt. Leider nicht, das... Ja, es eskaliert sehr früh, denn es gibt direkt einen Toten. Es ist sogar schlimmer. Conti hat den armen Boss jetzt getötet. In welchem Nintendo-Spiel stirbt ein Charakter? Man sieht ihn einfach als Geist rumfliegen. Conti hat Haus zerstört und Boss getötet. Das gibt Rache. Umbo treffen euch später. Super, ich liebe es, Hexenintern zu versohlen. Gehen wir, Banjo. Ich fürchte, es wird dieses Mal ziemlich anstrengend. Oh ja. Genau, aber jetzt beginnt das Game tatsächlich mal und wir sind am Anfang in Spiral Mountain. Vieles ist gleich, vieles hat sich verändert. Ja, man sieht hier und so noch ein paar alte Fähigkeiten, aber wir kommen darauf als noch einen auf jeden Fall. Erstmal ist hier Klum, der jetzt in die Höhle verschwinden wird. Genau. Ja, tatsächlich habe ich Banjo-Kazooie habe ich ja sehr oft gespielt. Das ist ja eins meiner Lieblingsspiele, wenn ich sogar mein Lieblingsspiel neben Mario 64. Aber Banjo-Tooie habe ich tatsächlich erst ein einziges Mal gespielt. Die Golden Feder kennen wir natürlich und wir kriegen nicht mehr die Moves durch Bottles und so, sondern durch jemand anders, aber alles zu seiner Zeit. Nee, also ich habe schon gewusst, dass Banjo-Kazooie einen Nachfolger hat. Jetzt auch nicht so, hat schon ein bisschen relativ gedauert, bis ich das mal erfahren habe. Aber ich habe es mir nie holen können, weil es übelst teuer auf der N64 das irgendwie zu holen. Und erst relativ spät habe ich dann gecheckt, das kann man für die Xbox 360 auch holen. Das habe ich dann irgendwann gemacht und ja, dann habe ich meine alte Xbox rausgeholt, ausgeschaut und habe es dann vor ein paar Jahren geholt und dann gezockt. Also könnten viele Sachen, gerade so Rätsel und sowas, blind sein, aber grobe Story weiß ich auf jeden Fall. Ist auch komplett eingestürzt, aber wir haben die Flugplatte. Ja, wir haben nämlich all unsere alten Moves aus dem vorherigen Teil. Die Flugsteuerung ist ein bisschen anders, okay, das ist die umgekehrte Steuerung. Aber wir werden auf jeden Fall viele neue Moves erlernen. Und ja, es wird nicht in Gruntis Turm irgendwie losgehen wie im ersten Teil. Wir werden ein neues Land gehen. Aber hier ist Chito. Hallo Banjo, erinnerst du dich an mich? Ich bin Chito, das Zauberbuch. Natürlich, du hast mir sehr geholfen. Grunti hat all meine Seiten herausgerissen, weil ich euch im letzten Spiel geholfen habt, Metagaming. Es wäre wirklich sehr nett, wenn ihr sie mir hin zurückbringen könntet. Und für jede fünfte Seite vertraue ich ein kleines Geheimnis, also ein Cheat wieder an. Ich heiße nicht umsonst Chito. Genau, lassen wir es mal wieder. So, ich weiß gerade gar nicht, wie viel es hier in der alten Oberwelt überhaupt gibt. Ich glaube gar nicht mal so viel. Aber es hat sich auf jeden Fall vieles geändert. Es ist um einiges größer, das Spiel. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu Klumbo. Schön die Verfolgung aufnehmen. Im Grabbohrertunnel. Weil das geht hier so gar nicht, was hier alles geschehen ist. Klungo, wen darf ich nicht? Ich darf Bärenvogel nicht durchlassen. Richtig reden. Oha, das ist Mobbing. Klungo, jetzt böse, er euch verhauen. Oh, er zündet sich Drogen rein. Nicht gut. Das ganze Glas sogar mit. Wird größer. Ja, ein großes Ding. Es gibt Bosskämpfe. Ich glaube, in jeder Welt auf jeden Fall ein. Und wir haben übrigens auch, glaube ich, 100 oder 90 Busseteile. Weiß ich nicht. Ich glaube, 100. Genau, weil es war ein großer Kritikpunkt an Banjo-Kazooie, dass es kaum Bosskampfe bzw. nur einen richtigen gegen Ende gab. Der war dafür richtig geil und Klunk hat ein Schutzschild. Es wurde hier auf jeden Fall verbessert, es wurde generell viele Kritikpunkte an Banjo-Kazooie wurden hier verbessert. Dafür bringt hier und Banjo-Tooie noch ein paar andere Kritikpunkte. Ah, das Schutzschild war nur sozusagen Delay und jetzt können wir ihn wieder treffen, wenn ich es hinbekommen würde. Also wir können hier auf jeden Fall einiges erwarten. Folgen werden wieder so um die 15 Minuten auf jeden Fall sein. Was auf jeden Fall ein größeres Spiel wird, dass wir auch gut durchkommen. Wow. Ja, drei Hits reichen aber. Und ich habe aber auch gut kassiert. Und die Tore öffnen sich. So, verschwinde, Klunke. Ich will dich nicht mehr sehen. Wieser Bär und Fu. Wollte es so? Lauf doch einfach weg und wir vergessen das Ganze. Klungo, Altherrin, bitte bestrafe Klungo mit dem Besen. Oh, er steht auf Bestrafungen. Oh, die Heilung ist gar nicht mal so schlecht. Ah, so kann ich den. Hey, wir sind direkt hier sogar. Geil. Jinjo Town, genau. Das ist das, nämlich das neue Gebiet, wo wir jetzt haben. Das ist einer meiner Luken. Wenn du noch mehr öffnest, entsteht ein Netz von Tunnels.
Teleporter sozusagen. Werden wir auf jeden Fall brauchen, weil die Overworld ist extrem groß. Die Welten werden später auch einiges größer sein. So, dann kann ich auf jeden Fall hier und da mal ein paar Sachen noch einsammeln. Steuerung komme ich noch nicht so gut klar, merke ich schon. So, wir sehen ja auf jeden Fall verschiedene Häuser. Ich dazu würde ich sagen, kommen wir, als wenn wir den ersten Gym schon mal eingesammelt haben. Da ist, ja, wieder eingestürzt. Da kommen wir nicht durch. Dann betreten wir einfach meinen Riesenpalast. König Jinjagils Thronsaal. Ja, der König der Jinjos. Was für ein süßes Viech da hat. Was gibt es? Ich bin König Jinjaling und Herr über dieses Dorf. Mein Reich wirkt etwas leer. Mein Volk wurde von diesen Hexen und ihren riesigen Maschinen alle Welten verteilt. Ich genieße ja die Ruhe. Oha, was ein König. Weil ich brauche die Jinjos für meine Drecksarbeit. Nee, Steinballturnier nächste Woche. Es herrscht eine große Rivalität zwischen Maulwürfen und den Jinjos. Hey Mann. Hier noch ein kleiner Anreiz für die Rettung meines Volkes. Unser erstes Puzzlo. Weil es heißt nicht mehr Puzzleteil, es heißt Puzzlo. Ich glaube, du solltest Meister Puzzlo in seinem Tempel aufsuchen. Dann machen wir das mal. Ah, durch Bottles Haus müssen wir durch. Oh nein, dann müssen wir jetzt an seiner Familie vorbei. Oh, schwierig. Nicht schlecht für einen König, was? Ja, sein komisches Haussetting war cool. Unterdessen. Ui, die sind an der neuen Festung angekommen. Der Bohrer kann einfach so eine Wand hochfahren. Why not? Joa, wie die ausgestattet sind. Los, mir ist die Zeit des Ra. Eine Reihe müsste die Nerven auf. Bob, das ist mein Geo und ich konstruiere den Bio-Beamer. Lebensenergie aus der Erde, Pflanzen und Wesen ersaugt. Lebensenergie in Tank wird gelagert, duschen wird Granti, wenn Tank ist voll. Und dann neuen Körper du wirst haben. Ich herrlich niederträchtiger Plan. Dann schießen wir einfach mal auf das erste Viech, oder? Schlank du nicht, wir deswegen werden viel gebrauchen. Ja, wie die sich dissen. Der Jinjaling gab es im Pelz hier gerade ein Puzzlo, dann sollten wir den Jinjo-König mal abballern. Du nur Knopf drücken müssen. Zack. Das Ding heißt einfach Bob. Oh, so ein Hammer-Ding. Laserkanone. Feuer. Es saugt mir die ganze Energie raus. Boah, und da waren wir gerade. Es war echt knapp, dass wir da nicht getroffen wurden. So, Lebensenergie wird jetzt gestohlen. Junge, und der ist einfach ein Zombie jetzt. Und alles Goldene. Das arme Gold, ey. Ah, das gibt Rache-Granti. Dafür hat es aber nicht gefüllt. Weil so ein Jinjo-König ist natürlich sehr mächtig, deswegen konnten sie jetzt gut füllen, aber jetzt dauert es auf jeden Fall. Wir können das wieder ballern, wenn Bob aufgeladen ist. Ha! Das geschieht euch recht. Stunden, das wird dauern. So, jetzt wo Bottles down und der König der Jinjos, haben sie halt keine Hilfe und stehen alleine da. Wir können neue Freunde finden. So, Maulwurfs Haus, also Bottles zu Hause. Oh nein, da ist die Frau. Hallo. Hallo Banjo, wie geht's uns denn heute? Ziemlich gut vor Bottles und Ihnen. Oh, sehr gut, danke. Ich sehe mein Geisterbubi, nein, kannst du mir halt die Schnauze. Wie bitte geht es Bottles gut? Er sollte rechtzeitig zum Essen 2 Monate zurück sein. Er verpasst keine Mahlzeit. Er kommt bestimmt bald zurück. Oh Gott, wir müssen schnell alles bereinigen, weil ich will das nicht der Frau erklären und vor allem den Kindern nicht. Hallo Banjo. Weil du und mein Vater gute Freunde sind, gebe ich dir den Prototyp in dieser Superbrille. Und sie hat einen kleinen DK-Kuscheltier, Easter Egg. Supersichtbrille, so heißt die. Ah, so können wir jetzt einfach zoomen. Geil, da können wir uns richtig gut umschauen, weil ich glaube, das ist auch ein Spiel von Rare. Also ein Rare Easter Egg auf jeden Fall. Hinten noch ein Raum. Ah, das ist das Schlafzimmer. Ich glaube, Bottles Frau geht Bottles fremd. So, schnell den Typen umgebracht. Keine Sorge, Bottles, ich regel das. Ich kümmere dich gut um deine Frau. Ich und mein Papa spielen nächste Woche Steinballturnier. Da wäre ich mir nicht so sicher. Habt ihr einen Ersatzspieler? Oh mein Gott, sorry. Gehen wir einfach schnell, sonst müssen wir noch irgendwelche Sachen erklären.